Was geht, liebe Mithumans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Gothic 2 D&DR Let's Plays hier auf meinem Channel. Ich bin richtig ready, mit den ganzen Handelnden hier zu reden. Baltram, sag mal, wie es ist. Hast du... Wir haben es ja eigentlich schon mit der Dialogoption. Man hätte es gar nicht so weit kommen lassen sollen. Jetzt hat doch einer der Söldner tatsächlich einen der Paladine ermordet. Irgendwann musste ja etwas passieren. Ja, die Söldnilis, ne? Gar nicht schlecht hier. 40 Lebensarsch. Kann man machen, aber ist nicht so spannend für uns, ne? Ein ganz wichtiger Hinweis, die Minenanteile werden wir natürlich noch lesen, die wir haben. Genauso wie das Rattenbuch der Gestirne, ne? Du bist ein Sträfling aus der Minenkolonie. Verschwinde! Er redet einfach zu viel. Okay, Zuris. Dachte Homeboys, ne? Aber keine Homeboys. Zuris findet uns jetzt nicht mehr cool. Kanta, wie sieht's bei dir aus? Sieh an, da bist du ja wieder. Ja. Hatte ich dich nicht gewarnt? Du hättest mal besser getan, was ich dir gesagt habe. Jetzt hat sich bei den Händlern herumgesprochen, dass du ein Sträfling bist. Eine dumme Sache. Du wirst hier am Marktplatz nicht mal mehr ein Brot kriegen. Ich könnte das allerdings wieder hinbiegen für, sagen wir, 500 Goldstücke. Okay, und bist du gekommen, um zu bezahlen? Eigentlich würde ich ihm gerne ins Gesicht schlagen, ne? Wie viel war es nochmal? Ja, müssen wir ja machen, oder? Um die Quest weiter voranzutreiben, sonst kommen wir ja nicht an die Minenanteile ran. Ich verstehe gar nicht, warum das die juckt, ne? Also klar, ja, man, Sträfling und so, aber A, weiß man ja gar nicht, was die gemacht haben. Wir erinnern uns ans Intro für jedes noch so kleine Verbrechen. Ne? Und ich rette hier gerade euren Arsch. Wie undankbar. Ja, kommt. Na, wir fragen mal das. Wie viel war es nochmal? 500 Goldstücke. Ach, erzähl mir nicht so. Das habe ich schon. Da lässt sich nichts drehen. Na schön. Na schön, ich bezahle. Du lässt mir ja keine Wahl. Gut. Dann werde ich mal dafür sorgen, dass du wieder im Ansehen der Händler steigst. Ist ja nicht schlecht, ja. Du verkaufst illegale Minenanteile. Ja und? Was soll's? Mach ich es nicht, macht's ein anderer. Okay, dann nehmen wir deine Ware. Such dir was aus. Das ging ja schnell mit dem Ansehen, ne? So, guck mal, jetzt sind wir langsam echt arm, ne? Richtig, richtig ausgelutscht sind wir hier. Aber die rostigen Zweihänder, die holen uns wieder rein. Immerhin gehen die für 8, ne? Das ist nicht komplett scheiße, nicht komplett zu verachten, ne? Mehr als der schwere Ast für 1, also doch, wie gesagt, um an unendlich Cash ranzukommen, hätten wir mittlerweile alle Weichen gelegt. Bisschen neben Bett chillen, Skelette beschwören, kaputt machen, das Zeug nehmen, könnten mal noch die ganzen Geldbörsen öffnen, ne? Die ganzen Beutlins, das würde ich aber wie gesagt mal machen. Vielleicht mache ich das am Ende dieser Episode mal, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Und ansonsten wollte ich noch angemerkt haben, nur weil ich im Rattenlager, na, bei den, quasi, für mich ist irgendwie Onas Hofs neue Lager, oder? Das ist schon so das Äquivalent dazu. Da werde ich schon noch mit allen reden. Nur bin ich eigentlich, auch wenn es in Gothic sich schon häufiger als eher unklug entpuppt hat, schon immer der Typ, der gerne eine Quest annimmt, die erledigt und dann weitere Quests annimmt. Ich kann mir ja eh schon hier nie irgendwas merken, ne? Wenn ich dann 20 Quests auf einmal annehme und die ersten 19 abhandle, dann habe ich von der 20. spätestens schon gar keine Ahnung mehr, was da überhaupt los war, ne? Deswegen, weil wir jetzt ja gerade auch die ganzen Teleportersteine bekommen, denke ich, ist das mit den extra Wege gehen kein großes Argument mehr, das mich jetzt davon abhalten würde, die Sachen eher so ein bisschen nacheinander anzugehen. So, guck mal. Wo hast du die Minenanteile her, die du verkaufst? Tut mir leid. Das kann ich dir nicht sagen. Ist mir zu gefährlich. Weißt du, wie ich meine? Für genau sowas würdet ihr in die alte, hier früher in die Kolonie geschmissen werden. Vertreter unserer heiligen Kirche sich für meine Waren interessiert. Echt? Ist es dir eine Ehre, auch wenn der früher mal ein Verbrecher war? Ach, na, Vergebung so und so ist bei denen nicht so ein Ding, wie es scheint. Da ist er richtig zweigesichtig unterwegs hier. So, Zuris, und du? Na, du spulst jetzt besser. Ja, eben, ha? Du verkaufst Minenanteile. Ja, was für ein Reinfall. Auf so eine windige Sache lasse ich mich nie wieder ein. Zeig mir deine Ware.
Okay. So nehmen wir ebenfalls mit, ne? Was wir alles mitnehmen. Da will ich aber ordentlich Entlohnung sehen. Alter, yo. Da können wir mal richtig reingehen, ne? Da können wir mal richtig reingehen. Stand jetzt leider gar nicht, weil kein Cash, aber das wird schon wieder. Da bin ich absolut guter Dinge, ne? Wir könnten so schnell so viel Cash machen. Wäre gar kein Problem. Vielleicht schmieden wir nachher noch ein bisschen, mal gucken. Ich glaube da nicht dran. Zeig mir deine Ware. Er hat das nichts, aber die nehmen wir mit. Ja, Rohstahl könnten wir auch mitnehmen. Machen wir zu das Big Business. Alter, das ist ja cool. Die Folteraxt. Das ist doch kein die gefällt mir richtig gut vom Design. Irgendwie mag ich das, wenn es so ein Fächer ist. Wer sagt denn sowas? Doch, finde ich lässig. Und ein lässiger Buchenbogen. Ja, der hat richtig geilen Scheiß am Start. Den Richtstab fand ich eh schon immer nice, ne? Okay, so jetzt haben wir einige der Minenanteile, die bei denen absolut klar ist, wo die sind, ne? Bei den Handelnden halt. So, 8 Stück. Das ist immer der gleiche. Okay. Salandril, okay. Dem Eigentümer dieses Schreibens ist es gemäß des königlichen Erlasses zur Gewinnung von Vermögen aus Reichsgrund erlaubt, sich als Prospektor auf königlichem Grund und Boden zu verdingen. Seine Schürftätigkeiten haben sich auf das Gebiet einer königlichen Reichskleinparzelle zu beschränken. Mhm. Reichskleinparzellen sind durch den Erlass zur Größe von Schürfgrund auf eine Fläche von 16 Rechtsschritt in der flächigen und nicht mehr als 3 Schritt in der steigenden Ausdehnung definiert. Der Reichsprospektor ist von allen Pflichten bezüglich des freien Zugangs und des Schutzes der Schürfparzellen befreit. Ist es dem Pächter nicht möglich, die fälligen Abgaben fristgerecht zu entgelten, ne, fallen alle Rechte an Grund und Boden zurück an das Reich. Gezeichnet, königlicher Prospektor Salandril. Okay, der gute alte königliche Prospektor. Wer ist denn Salandril? Hatten wir mit dem schon mal die Ehre? So, na? Der Kerl, der die Minenanteile den Händlern verkauft hat, heißt Salandril. Ich werde ihn sicherlich im oberen Viertel von Kurines finden, wenn er nicht schon auf der Flucht vor dem Gesetz ist. Ja, genau, da gucken wir gerne mal vorbei. Dann orgeln wir uns noch die heilige Kraft der Gestirne rein, oder? Ich habe es selbst erlebt. Genau. Verstehe. Ein Gefühl göttlicher Erkenntnis erfüllt dich. Wenn nun aber die Kraft des Ochsen sich vereinigt mit den Prinzipien des Kriegers, so seien alle gewarnt vor den Ereignissen, die da kommen mögen. Die unbändige Kraft des Ochsen und die Zielstrebigkeit des Kriegers ist in der Lage, das uralte Gleichgewicht der Mächte zu erschüttern. Die kosmische Grenze zwischen den Dimensionen wird schwächer, so schwach, dass die Schattenkreaturen Belias auf ein leichtes in unsere Welt überwechseln können. Das ist natürlich schlecht, ne? Was so etwas bedeutet, zeigen uns die Kriege der vorderen Zeit, als das Band zwischen den Welten noch stärker war. Die Schergen des Bösen brachten Tod und Zerstörung über die Welt. Und nur mit der Hilfe Innos und seines Erwählten, war es den Menschen möglich, das Unheil zu besiegen. Wenn es jemals wieder so weit kommen mag, dann mag Innos uns schützen. Denn einen erwählten Innos hat es schon seit über 100 Jahren nicht mehr gegeben. Ja, na? Wir wissen ja schon Bescheid. Okay, dann würde ich jetzt mal in die Oberstadt gehen, ne? Da mal sagen, ey Leute, wer hier ist hier? Der Salandril, der erinnert mich irgendwie an den Sadneel, ne? Aus Kenshi vom Namen. Das ist aber jetzt der Sadneel. Und der Sadneel sagt uns dann, hey, entweder er ist überhaupt noch da oder halt nicht, ne? Und dann gucken wir mal, was er so zu erzählen hat. Da bin ich echt gespannt. Das obere Stadtviertel ist genau so ein Ding. Natürlich reden wir da noch mit allen. Und ich würde auch sagen, das machen wir jetzt gerade dieses Chapter. Das hatte ich ja auch angemerkt, als ich zurückkam, von wegen, dass ich mir ja sicher bin, dass jetzt wieder einige neue Quests gehen. Ergo werden wir auf jeden Fall noch mit Leuten reden. Aber trotzdem mache ich immer gerne Sachen nacheinander. Und wie gesagt, ich finde die Teleportrunen geben uns jetzt ja auch die Möglichkeit, das echt chillig umzusetzen. Und ich denke jetzt mal, so wie bei der Prüfung des Feuers, na, wird das jetzt ja wohl nicht immer sein.
Oder? Also klar kann es sein, dass wenn ich das so mache, dass ich die Quests nacheinander abhandle, dass wir hier und da irgendwo hingehen, wo wir keinen Teleporter haben und eine andere Quest da ganz in der Nähe zu lösen wäre oder wir da eben weitermachen und so, ne? Das kann schon sein, aber ich würde behaupten, das ist eher ein seltenerer Fall, oder? Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Sonst können wir schon möglichst alles annehmen, aber dann muss ich mir das immer notieren. Gibt's was Neues? Das geht nur mich was an. Ich habe zu tun. Okay. The Garbrand, na, verschweigt uns da was. Ein kleines Verschweigeli. Dürfen wir da eigentlich rein? Er stellt sich das immer so einfach. Na dann. Hi. Okay, hier ist aber nicht spannend für uns. Man könnte mal so ein paar Truhen da knacken. Aber muss jetzt gerade nicht. Wäre aber vielleicht eine gute Idee, um mal wieder ein bisschen an Cash ranzukommen. Geht's dir gut? Was liegt denn da? Achso, die liegen da als Cosmetics. Schade. Ja, Ritter. Cool, dürfen wir hier überall einfach rein. Na, jetzt wo wir so ein hoch angesehener Rattenmagier sind, rechnet man ja eigentlich auch mit sowas. Keiner gesehen, oder? Hat keiner gesehen. Seid ihr sauer? Nee, gell. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ja, man weiß auch, ich weiß immer gar nicht so genau, was ich eigentlich noch klauen soll. So. Schauen wir mal hier noch rein, oder? Hi. Was suchst du hier? Okay, die ist actually angepisst. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ja, danke, Mann. So, dann gucken wir da hinten mal noch lang, ne? Da bin ich, glaube ich, eh noch nie lang. Was geht hier denn? Ja, Alter, mit denen hier wird ja komplett geredet. Na, Lutero, wie sieht's aus? Suchst du bestimmte Gegenstände? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Verstehe. Wo finde ich Snapper? Es gibt ein paar hier auf der Insel. Die meisten hausen jedoch im Minental. Ja, da hausen die auch. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Runenstein besorgen. Geil. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Spannend, ne? Hol ich doch direkt mal meinen Notizblock raus, Ala. Okay. Der Lutero. Hä? Das ist immer das Wichtige, was nämlich nie im Questlog steht, ne? Oberstadt. Oder was zumindest selten im Questlog steht. Will. Snapper. Das darfst du keinem erzählen. Klaue. Ich habe was anderes gehört. Minental. Das ist mal wieder. Was wahrscheinlich schon im Questlog stehen würde, ne? Aber wo der Junge ist, steht er eigentlich nie. Okay. Show me. Zeig mir deine Ware. Was hat denn der so? Knöterig und so, ne? Ring der Macht auch, verstehe. Der Doppelblock. Ein Lehrbuch zum Kampf mit Zweihandwaffen, mit einem. Alter, der coole Sachen dabei. Ein Stachel. Kohle, schwarze Perle. Geweihtes Wasser. Das war's doch inzwischen. Ja, okay, aber alles nicht sonderlich wild für uns, würde ich jetzt mal sagen, ne? Nichts ultra spannendes. Aber cool, haben wir eine weitere Quest. Wumbo. Alles Wumbo bei dir. Wie ist die Lage? Zurzeit ist alles ruhig. Ich glaube da nicht dran. Stimmt so nicht ganz, oder? Aber vielleicht hier oben schon. Der Arbeiter, erzählt der einem eigentlich irgendwas? Schlimme Zeiten sind das. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ja, das interessiert mich eigentlich nicht. Ach, erzähl mir nicht sowas. Die Einflussreichsten, das werden wir schon rausfinden. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Das sieht doch hier nach einer Ladentheke aus. Ja, moin, Alter. Ich hörte, warst du bei den Paladinen im Minental. Ich bin beeindruckt. Du solltest dir Zeit nehmen und meine Ware begutachten. Ich habe gerade einen ganz besonderen Trank auf Lager. Geil. Ja, eben, zeig erstmal deine Ware. Es ist mir eine Freude, Ehrwürdiger. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ja, genau, die müssen wir ja beide auch noch holen, ne? Geschicklichkeitsbonus 3. Amulett der Flammenschutz vor Feuer. Snapperkraut.
Die nehme ich auf jeden Fall mit, das ist ja klar, weil dann haben wir wirklich alle. Na, dann machen wir hier Ende, dann speichern wir und dann gucken wir mal, wie der jetzt reagiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass der sich verpissen will oder so. Na, wenn ich da nicht gespeichert habe, ist wieder alles ass. Darauf habe ich nicht so Bock. Du gehst jetzt ins Kloster und lässt dich verurteilen. Was? Du bist ja wohl nicht mehr ganz frisch. Einen Dreck werde ich. Diese miesen Magier haben doch gar nichts gegen mich in der Hand. Und was ist mit diesen gefälschten Erzminenanteilen, die du überall im Land verschachert hast? Es ist deine Unterschrift drauf. Du bist schuldig. Was? Ich werde dich das Viertel herunterschleifen wie einen dreckigen Lumpen. Was du nicht sagst. Ah. Echt jetzt? So, Salandriel, na? Guck mal, ich schleif dich einmal durch deine Bar wie so einen dreckigen, feuchten, schmierigen Lappen, na? So, und jetzt würde ich chillen, wenn der Eisblock den tötet. Wie ist es dann? Haben wir das gleiche Problem wie immer, oder? Ist der jetzt tot wegen dem Eisblock? Nee, gell? Gut. Ja, passt, dann beklaue ich den auch nicht. Und jetzt gucken wir uns das gleich mal an, wenn der wieder ersteht. Na, Salandriel? Nur noch so eine große Klappe. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Meinst du? Warte mal. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Da habe ich ja stark gelöst, oder? Gehst du jetzt ins Kloster oder soll ich dich nochmal? Das wirst du noch bereuen. Ja, verdammt, ich gehe ins Kloster. Aber glaube nicht, dass du damit durchkommst. Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damit durchkomme. Seit dem Eisblock sind 101s für uns Pisse. Na, easy regeln wir die. Ganz kurz vielleicht, weil es ja auch andere von euch interessieren könnte. Die Geschichte, die mir da letztes Mal gelungen ist mit dem Suchenden, lief wie folgt. Und zwar wurde der nicht von mir aktiv getötet, sondern von dem Schaden über Zeit vom Eisblock. Und deswegen haben wir auch sein ganzes Inventory bekommen, ne? Also hier die 6 Runen, ihr wisst Bescheid. Es hat jetzt niemand von euch gesagt, oh, P, auf gar keinen Fall behalten und so. Ich würde jetzt sagen, wir behalten die einfach, können die zu Geld machen oder so, ne? Wir können sie auch für immer behalten. Mir ist eigentlich relativ egal, was wir damit machen. Na, können gerne auch noch eine Weile warten, bis sich noch ein paar andere Leute dazu gemeldet haben. Mir ist es eigentlich echt ziemlich gleich, was wir damit machen. Das kann ich euch ganz ehrlich sagen. I don't care. Aber, und das wollte ich noch dazu sagen, mir wurde auch zugetragen, dass das auch bei Händlern so gehen würde. Das heißt, wenn man jemanden mit dem Schaden über Zeit von dem Eisblock zum Beispiel tötet, dann kriegst du den ihr gesamtes Händlerinventar plus das zählt nicht mal als Mord. Weil du hast die ja nicht getötet, sondern dieser Schaden über Zeit. Und der wird irgendwie nicht dem Hero auf den Deckel geschrieben. Das finde ich ganz spannend eigentlich, ne? Da ist schon immer wieder crazy Mechaniken dabei. Hier oben waren doch auch nur so Kajüten, oder? So Schlafgemächer. Ja, genau. Ah, wer bist denn du? Ah, mit dem haben wir schon mal geredet. Der war ja nicht so entspannt, ne? Wie sieht's aus, Alla? Wie sieht's aus? Habe ich dir nicht klargemacht, dass ich keinen Kontakt mit dir wünsche? Nun, nicht direkt. Dann hast du mich jetzt hoffentlich verstanden. Ja, okay, der Richter findet uns nicht so chillig. Das könnte noch nachteilig werden, wenn der Sad Neil irgendwie, ich sag mal, sein, ja, Oberstadt-Cash nutzt, um irgendwie, na, sich aus der Scheiße rauszureden. Ja, muss der ist ja so. Ich hoffe, wir müssen uns vor dem Richter verantworten. Einfach, weil ich es witzig fände. So, was haben wir denn hier noch? Gibt's hier noch Leute? Mit euch habe ich geredet. Kann man mit euch reden? Kann man hier eigentlich trainieren? Das Cedric. Ja, bei Cedric kann man doch bestimmt irgendwas labern. Ich bin oder? Schwertmeister Cedric, Paladin des Königs. Cool. Kannst du mich trainieren? Ich trainiere nur Paladine. Das ist natürlich scheiße für mich, ja? Das ist natürlich schlecht für mich. So, was gibt's denn hier noch? Ich glaube, hier bin ich doch schon mal lang, oder? Hatten wir nicht hier hinter Sachen aufgesammelt? Ah, guck mal. Ja, eindeutig was übersehen hier, ne? Geht noch zweimal knöterig. Schau mal, Gärtner. Hey. Wie geht's dir? Alter, yo. Du gehörst also dazu? Dann habe ich eine nützliche Information für dich.
Der Gärtner, einige klar. Der Häuser hier oben haben geheime Wände, die nur durch versteckte Schalter geöffnet werden können. Dahinter bewahren die Leute ihren wertvollen Krempel auf. Das ist natürlich schon super cool, ne? Guck mal, ich hab hier Krauttabak. Willst du was rauchen? Kenne ich nicht. Aber klar, immer her damit. Ich dreh mir mal einen Stängel. Ja, gönn dir, Alter. Ich muss echt sagen, ich finde auch diese Handbong, die sie rauchen, so bodenlos. Krasses Zeug. Ich glaube, davon rauche ich besser nicht mehr. Zeig mir deine Ware. Alter, der Hero, na, dealt hier schon echt mit wilden Substanzen. Scheiße, ich find's einfach viel zu geil. So, also geheime Wände, die nur durch Schalter betätigt werden können, in den Häusern der oberen Viertel. Des oberen Viertels, ne? Spannend. Das ist ja sehr spannend. Dafür würde es sich natürlich lohnen, mal wirklich wo reinzuschleichen des Nachts und nach so einem Schalldili zu suchen, oder? Wären wir ja direkt wieder rich. So, jetzt haben wir ja weitestgehend mit allen geredet. Hagen will ja gerade nichts von uns wissen. Ich würde jetzt gerne zurück zu Serpentes gehen und sagen, ey, Freundchen, so und so sieht's aus, oder? Und dann gucken wir mal weiter, zwecks, dann will ich nochmal zum neuen Hof, ne, neuer Lager-Ona-Hof, so. Und da mit allen reden. Und dann würde ich eigentlich gerne noch in der normalen Stadt mit einigen Leuten reden. Und auch in der Unterstadt mit einigen Leuten reden. Und vielleicht müssen wir auch mal für die Diebesgilde noch irgendwas klauen. Warum gibt's doch immer so endlos viel zu tun in diesem Spiel? Also versteht mich nicht falsch, ich lieb's ja. Aber es gibt schon immer richtig viel zu tun. Okay, Kloster, genau. Die 10 und let's go. So. Sag mal, steht der Dude da vorne immer? Nicht? Oder ist der nur nicht in der Darstellungsreichweite? Ja, okay, der steht da noch. Da muss ich doch auch noch irgendwas regeln. Wie kann ich denn... Ich muss mal im Kloster noch mit ein paar mehr Leuten ebenfalls reden, ne? Weil irgendjemand muss doch da sagen, Milton, hast du was Neues? Weißt du, wo Pedro ist? Glaubst du, ich würde hier rumstehen, wenn ich wüsste, wo der Abtrünnige sich aufhält? Er muss für seine Taten bezahlen. Ich hoffe, es gelingt uns, das Auge zurückzuholen. Ja, das war schon gut. Du musst uns helfen. Finde ihn und... Ja, da wissen wir ja Bescheid, okay. Genau, das hatten wir schon. Ja, auch eine Frechheit, nicht mit Milton zu reden. Ganz klar. Jetzt gehen wir erstmal rein und dann rede ich hier mit allen. Die haben auch immer ein sehr inniges Gespräch, finde ich, oder? So steht es in den Heiligen Schriften. Meinst du, mir geht es besser? Ich liebe dieses Spiel so sehr. Hi. Verschwinde! Okay. Dachte Kumpels. Nee, Quatsch, ne? Wir sind jetzt keine Kumpels mehr. Waren wir aber auch nie. Hier. Glaubst du wirklich? Mhm. Ich habe einige Minenanteile ausmachen können. Sehr gut. Du musst sie alle aus dem Verkehr ziehen. Das ist Gift für das Volk. Bring sie mir alle her. Hier, ich gebe dir die Mittel dazu. Stark. Okay, na? Es fehlen uns noch 3. Ich dachte, 10 wäre eine schöne Zahl. Na, 10 versteckt man davon. Aber scheinbar fehlen noch 3. Wer könnte die noch haben? Ja, das ist schon gemeint in der Stadt, na? Vielleicht wirklich noch in der Unterstadt oder in der Oberstadt bei irgendjemandem handeln? Aber wir haben da ja gerade quasi mit, ne? Müssen wir nochmal nachgucken. Das weiß ich auch schon. Sollen wir die restlichen noch sammeln? Ist halt die Frage, wenn ich das jetzt sage, dürfen wir sie dann noch sammeln? Komm, ich, ne? Ich weiß, wer die Minenanteile in Umlauf gebracht hat. Es war Salandrill, der Alchemist im oberen Viertel der Stadt. Dann bring ihn hierher. Wir haben mit ihm zu reden. Der ist schon da. Salandrill ist hier im Kloster. Gut gemacht. Wir werden uns später mit ihm befassen. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Hast du mir noch etwas zu sagen? Nein, im Moment nicht, Bruder. Also, wir sind jetzt richtige Brüder, ne? Noch eine Kleinigkeit. Halte dich von den Wegschreinen fern.
Uns ist zu Ohren gekommen, dass einige von ihnen geschändet worden sind. Niemand vermag zu sagen, was sie nun bewirken. Es ist nicht deine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Die Paladine werden sich der Sache annehmen. Ich bin, kein studierter Psychologe und nicht mal ein interessierter oder belesener Autodidakt oder so. Niemand darf gegen die Göttlichen Aber stoßen. Es gibt doch dieses psychologische Phänomen, dass so Hinweisschilder wie nicht XY machen, meistens genau das Gegenteil bewirken. Weil, wenn da ein Zaun ist, dann hast du zero Intent, da drüber zu gehen, oder? Wenn dahinter irgendein Grundstück ist, das nicht dir gehört, dann gehst du nicht einfach über einen Zaun. Wenn da aber steht, yo, geh da nicht drüber, dann keimt ja in dir eher der Gedanke auf so, man könnte da also drüber, aber irgendjemand will das nicht, ne? Also, ich meine, dass es diesen Sachverhalt in der Psychologie gibt, dass das oft eher kontraproduktiv ist. Genau sowas uns hier der Ultra gerade erzählt hat, so, yo, geh bloß nicht zu den Schreinen. Keiner weiß, was sie bewirken, ne? Wie hieß du? Ultra, genau, ja. Ja, natürlich habe ich jetzt Bock, das zu testen. Also ich meine, so gerade in einem Spiel, da kann einem ja nichts passieren, kann man einfach speichern. Ist anders als mit so einem Zaun, über den man hoppt und auf einmal zack, Rottweiler im Nacken oder so. Wisst, wie es ist. Genau, deswegen gucken wir uns das nachher schon mal an, oder? Würde ich mal behaupten. Aber ich würde auf jeden Fall davor speichern. So, jetzt will ich noch hier oben mit irgendwem reden, der zufällig den Dude da draußen als, keine Ahnung, kann er hier den Hof ein bisschen fegen oder irgendwie aushelfen, ne? Wird schon irgendeinen Job geben. War nicht hier jetzt unsere Butze? Wir hatten doch jetzt die Ultra-Präsidenten-Suite, gell? Genau. Haben wir da mal irgendwas reingepackt gehabt? Wir sind wieder rich. Stark. Na, cool. Alter, der Vergangenheits-P, so ein G, oder? So ein endloser G, der Junge. Okay, klasse. Gucken wir mal da unten. So. Der Novize hat wahrscheinlich nichts zu erzählen. Hier, aber guck mal. Neoras, wie sieht's bei dir aus? Wollt eh mal noch ein paar Tränke brauen. Kann ich bei dir lernen? Ich werde dich in die Geheimnisse der Alchemie einweihen. Ist ja geil, ne? Genau, wie war das denn nochmal? Um den ewigen Trank herstellen zu können, müssen wir XY herstellen können, oder? War das nicht so? Kannst du mir einen Trank brauen? Zweifelst du an meinen Fähigkeiten? Ich kann jeden Trank brauen. Gut, mich stark. Nicht so schnell, du müsstest mir natürlich die Zutaten liefern und eine kleine Aufwandsentschädigung sowie das Material bezahlen. Wie viel verlangst du? Für das Brauen selbst bekomme ich 10 Goldstücke. Braue mir... okay. Da macht er lediglich die Extrakte. Oder einen Trank der Geschwindigkeit. Cool. Aber hilft mir gerade nicht weiter. Ich hätte gern die Mana-Perma-Tränke. Wo habe ich da jetzt neulich die Rezepte für gesehen? Wer hatte das? Ich glaube, das hatte unser, wie heißt er nochmal? Konstantino hieß der so. Der Alchemist in Korinnes halt. Der hatte das doch am Start, oder? Gibt's hier noch irgendjemand, der zufällig Lust hat, dass hier jemand arbeitet oder so? Oder wie sieht's da aus? Ich hätte das nicht gedacht. Alter, er hat auch so eine brachiale Robe. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Niemand kehr darf um. Gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Talamon. Junge Talamon, deine Robe ist so cool, du bist so cool. Ich will endlich wissen, was da abgeht. Garbik, wie sieht's bei dir aus? Der Hammer ist verschwunden. Wie konnte das geschehen? Ich habe versagt. Innos wird mich strafen. Hier. Ich bringe den Hammer zurück. So, du hattest ihn also. Aber es ist nicht an mir, über dich zu richten. Innos wird sein Recht über dich sprechen und du wirst seine Strafe empfangen. Komm mal runter. So. Macht er jetzt was? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ich glaube nicht, dass der was macht. Und wenn er jetzt irgendwie Anstalten gemacht hätte, loszugehen und es jemandem zu petzen, hätten wir ja mit Vergessen gambeln können. Mich fragt ja keiner. Ja, eben, gell, aber solange der niemanden fragt oder so, oder irgendjemandem irgendwas erzählt, würde ich sagen, ist das egal. Dann ist das egal. Außerdem haben wir den heiligen Hammer ja auch im Namen Innos geschwungen. Innos wäre safe übel stolz gewesen. Zumal wir den gar nicht geschwungen haben. Ich habe den ja nicht mal benutzt. Den einfach nur mitgenommen, weil ich dachte, cool, ein magischer Hammer. Der Ultra des Artefaktes und so, ne? Okay, Paula, du hast auch nichts mehr zu erzählen. Ja, gleichfalls. Ich brauche irgendjemanden, der mir einen Job gibt. Wer erzählt denn sowas? Opolos, hast du einen Job? Wie geht's? Wie geht's? Ich erfülle die mir gestellten Aufgaben getreu meiner Pflicht, Meister. Innos stellt mich jeden Tag vor neue Herausforderungen. Ich werde weiter an mir arbeiten. Spannend, aber na, bringt mir jetzt gerade auch nichts. Das war doch schon vorher klar. Marduk, du, mit dir habe ich zwar schon geredet, aber hast du noch eine Idee? Ja, hast du hier noch Neuigkeiten, die... Gibt es Neuigkeiten? Allerdings. Ja, genau, dem Feind ist es gelungen, einen Verräter in... Er hat das Auge Innos gestohlen. Der Feind ist... Was meinst du? Einer der Paladine, Lothar. Am Hell... Ja, wir wissen ja leider Bescheid. Das ist super scheiße alles, ne? Aber das sind wir schon durchgegangen. Sergio, wie sieht's bei dir aus? Du brauchst bestimmt einen Knappe. Und? Hast du schon neue Befehle? Bisher habe ich noch Zeit, im Gebet Kraft zu finden. Okay. Innos erleuchte deinen Pfad. Ja, 100 Pro. Als ob ich nicht schon... Hä? Mit wem könnten wir hier denn reden, der einen Job braucht? Oder, na, der Arbeitskraft braucht? Oh, vielleicht mit Ulta einfach mal, oder? Mit dem habe ich jetzt noch nicht geredet, so... Ansonsten wüsste ich es jetzt gerade echt nicht. Vielleicht muss ich da ja generell einfach mit den drei großen Tieren, mit den hohen Tieren sprechen, weil ich meine, letzten Endes entscheiden die ja über solche Belangen vermutlich am ehesten, oder? Hier, guck mal. Erzähl mal. Gibt's was Neues? Zurzeit nicht. Geh. Ja, ich habe echt noch viel zu... Oh, Entschuldigung, wollt hier nicht loszaubern. Es entgleist mir manchmal so. Ja, komm, dann labere ich die beiden anderen jetzt gerade auch noch an. Ja, Segen ist egal. Und der will mir nichts mehr sagen. Ja. Okay, wie holen wir den Junge, der da draußen steht, hier rein? Wollen wir überhaupt, dass der reinkommt? Safe, oder? Safe. Es wäre schon cool, wenn wir den reinlocken könnten. So, und jetzt ist noch die Frage... Ah, Hyglas können wir auch noch anlabern. Stimmt, genau, wir könnten in der Bib noch fragen. Okay, und... Na, die Sache mit den Minenanteilen ist jetzt schon durch. Das heißt, die letzten drei kann ich jetzt gar nicht mehr suchen. Da geht uns gewissermaßen ein bisschen EP flöten. Wir haben für 10 Stück 750 bekommen. Das heißt, wir vermissen 225 EP. Ist okay. Na, ist okay. So, Karas, hast du eine Aufgabe? Hey. Ja, das will ich eh immer. Ich will den vierten Kreis der Magie lernen. Noch ist es nicht. Verstehe. Okay. Hast du noch geile Waren? Zeig mir deine Ware. Ich hätte der so einen Minenanteil. So, oh ja, weiß auch nicht, wo ich den her habe, ne? Alter, Verwandlung in ein Schaf. Den nehme ich mit. Den nehme ich als Safe Call mit. Da werden wir so chillen, Leute. Als Schaf können wir dann richtig relaxen und so ganz unter der Hand einfach mal ein paar Sachen regeln. Hier, genau, guck mal. Ich habe das Buch für dich. Sehr gut, gib her. Du darfst dich jetzt entfernen. Ich werde mich zum Studium zurückziehen. Alles klar. Schon was rausgefunden? Also, ich bin mir ja nicht sicher, aber die derzeitige Konstellation... Ja, welche? Das ist noch... Nun, das Gefüge zwischen den Welten scheint sehr schwach zu sein. Es bedarf nur einen Bruchteil der sonst erforderlichen Kraft. Ja, ja, ja. Dämonen könnten ungehindert durch diese Portale... Ja, das wissen wir ja schon. Okay, Hyglas, dann... Na, viel Spaß beim Studieren. Ordentlich in der Bib am Hasseln, der gute alte Kollege. Willst du wirklich? So, und jetzt gehe ich nochmal raus und red mit dem Dude. Vielleicht habe ich ja bei dem was übersehen.
So wie scheinbar bei Lee. Na, da gehen wir dann natürlich auch nochmal hin. Wie gesagt, da will ich eher als nächstes hin und da mal mit den ganzen Leuten reden. Und dann würde ich gerne mal die Unterstadt und die Mittelstadt nochmal komplett durchgrinden. Einfach mit den Menschen reden hier. Neue Quests annehmen. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, das sieht doch gut aus, ne? Ja. Hast du einen Novizen vorbeikommen sehen? Ja, klar, er ist da lang. Er ist von der Brücke ins Wasser gesprungen und geschwommen, als wenn ein Hai hinter ihm her wäre. Gut zu wissen. Wenn du ins Kloster willst, solltest du mit Milton reden. Er wird dir sicher weiterhelfen. Was meinst du? Lassen die mich da überhaupt rein? Vielleicht. Aber so wie du aussiehst, kann ich dich mir nur schwer in einer Novizenrobe vorstellen. Quatsch, keinen Unfug. Novizenrobe. Ich brauch was zwischen die Kiemen, sonst beiß ich noch in die nächste Baumrinde. Ja. Besser du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich hab schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar... Ja, genau. Alles klar. Ja, Jorgen, na, dann, wir sehen uns und ich schwimme da jetzt mal. Ha, wisst ihr, da hätte ich jetzt natürlich schon Bock drauf. Wir haben jetzt quasi einen ersten Hinweis bekommen. Interessant, interessant. Notiere ich mir doch direkt mal. Hier, pass mal auf. Aussage Jorgen. Das ist ultra scheiße, so zu schreiben. Kann das jemand von euch gut? Ich finde das richtig bekackt. Ich konnte das noch nie gut, so zu schreiben. Muss da, mein Unterarm muss auf dem Tisch liegen können, sonst ist es gar nicht gut. Jorgen sagt da lang. Na? Fluss gesprungen. Der Dieb. Kombiniere. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir porten direkt, oder? Oder jetzt hier absolut keinen Grund, irgendwo hin zu latschen, wenn wir auch porten können. So, Teleport zur Taverne, Xardas. Burg, Pass in Korinus, Minental, Hafenstadt, Großbauern. Okay, mit der Hake drauf ist der Großbauer. Vielleicht kann ich mir das ja irgendwann mal alles merken. I kinda doubt it. Na, aber wir werden sehen. Hier mitten in Busch oder wie werde ich da teleportiert? Das ist ja verrückt. Alter, wir könnten mal noch ins Haus Anubis rein. Jetzt sind wir viel krasser. Na, wenn da Skelette drin sind, beschwöre ich einfach meine eigenen und dann läuft der Karren, oder? Pepe, moin, wie geht's dir? Was machst du hier? Schafe hüten. Und wenn es geht, allem Ärger aus dem Weg gehen. Gelingt dir nicht immer was? Nee, vor allem nicht bei den Söldnern. Da bin ich eigentlich froh, draußen auf der Weide zu sein. Obwohl das auch sehr gefährlich sein kann. Jetzt mit den Suchenden so, na? Was ist denn auf der Weide so gefährlich? Hier in der Gegend treibt sich ein kleines Rudel von Wölfen herum. In letzter Zeit sind die Mistviecher fast täglich gekommen und haben eins meiner Schafe gefressen. Vor ein paar Tagen hatte ich fast doppelt so viele Schafe. Ich mag gar nicht daran denken, was Una mit mir macht, wenn er es erfährt. Wenn du willst, kann ich mich in ein Schaf verwandeln. Vielleicht hilft es dem ja. Na, dann kann er kurz so tun. Guck mal, aber ein Schaf ist noch mehr da, ne? So... Ja, eben. Was, wenn ich die Wölfe töte? Du allein? Das glaube ich nicht. Das würde ich noch eher meinen Leithammel zutrauen. Dann eben nicht. War nur so ein Vorschlag. Ich werde mal zu den Jungs rübergehen und sehen, was die dazu sagen. Warte doch mal. Okay. Du bist der Größte und du wirst es mit 100 Wölfen gleichzeitig aufnehmen können. Kein Problem. Sie lauern meistens zwischen den Bäumen in der Nähe der Weide. Ich glaube, es waren nur 4. Da hinten. Nee, das sind deine Schafe. Okay, Bäume bei der Weide. Das ist ja, Weide ist ja hier alles, was die halt grasen können, oder? Oder meint er jetzt die Felder? Nee, das hat er schon explizit gesagt, oder? Was lauert da? Oh ja, du. Paar Drachensnapper. Und da machst du dir Sorgen um Wölfe? Ich kack ab, was ist denn mit ihm los? Oh, die Wölfe. Bruder, Drachensnapper hausen in deinem Dojo. Da würde ich mir mal eher Gedanken machen. Obwohl, wartet mal. Ich glaube, mit Pepe habe ich tatsächlich noch nie geredet, oder? Und weil er ja auch so gesagt hat, du willst das schaffen, save eine Quest noch so aus dem ersten Kapitel, oder?
eigentlich? Leben dann besagte Wölfe überhaupt noch? Da sind auf jeden Fall Wölfe. Ein junger Wolf, ne? Okay, Message angekommen. Ja, verstehe. Junger Wolf, ne? Hi. Alter, die sind ja ein bisschen krass. Ich dachte jetzt, die wären so gar nicht krass, aber okay, wenn die Crits kriegen, dann sind die auch nicht krass. Na, zum Glück sieht der Pepe das nicht, wie wir hier schon noch relativ hart auf den Sack kriegen, aber würde ich das mit Magie regeln, na, dann würde der Pepe denken, uiuiui. Hier der Hero. Und wie der es mit 100 Wölfen zeitgleich aufnimmt, weiß ich ja nicht. Obwohl, mit dem Unwetter könnten wir das packen, oder? Mit einem Unwetter könnten wir sowas lässig packen. Alter, wie es hier immer noch Orte gibt, an denen ich noch nicht war. Na, da hatte ich damals halt echt Angst im Haus. Also, ne, Angst ist jetzt ja übertrieben, aber die eine Blutfliege, da hat mich schon gut erschreckt. Seitdem hatte ich nicht mehr so Bock aufs Haus Anubis. Aber das war doch auch eher viel weiter da hinten, oder? Also, ich würde mal sagen, Leute, wir grinden uns hier hinten mal noch lang. Ich habe ja noch gar nichts gesehen. Das machen wir auf jeden Fall. Sagen wir gleich noch dem Pepe Bescheid. Ey, Junge, die Wölfe, das läuft, ne? Die machen dir keinen Ärger mehr. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns hier hinten mal noch ein bisschen um. Ich meine, da sind bestimmt noch ein paar Pilze, mit denen wir dann letzten Endes unser Mana steigern können. Na, dann gibt es hier vielleicht noch irgendwas zu entdecken, was zu looten. Vielleicht ein Quest-Ratili, solche Sachen. Einige Felle. Ja, die Schafsfelle. Die Wölfe haben hier direkt gegerbt, ist ja klar. Schattenläufer sogar. Crazy, that's so crazy. Was haben wir hier? 20 Cash und ein Dolch, ne? Leute, wir sind wieder big in business. Mitte der Episode dachte ich mal kurz, wir sind jetzt arm. Nee, wir sind rich. Wir sind richy rich. Bei Suris würde ich mir dann bald mal noch diese, ich glaube 110, 115 Tränke waren das, oder? 100 von den normalen 50er Mana Tränken und, oh, da auch noch, ganz wichtig, habe ich noch einen Tipp bekommen und das sollten wir dringend mal machen, schon allein, weil ich das noch nie gemacht habe, ne? Und zwar mal die mittlere Heilung oder den Heilzauber generell. Welchen haben wir da? Wir haben doch irgendwie eine Rune aufgesammelt. Heiliges Licht. Nee, hier. Mittlere Wunden heilen. Wie viel heilt das? Heilkraft? 400. Okay, das ist halt echt geil. Für 25 Mana. 400. Das habe ich ein bisschen, na, ich dachte immer so, ja, heilen und so, aber das ist ja richtig broken. Hä, ja, das ist ja übel stark. Okay, cool, ja, überredet. Guter Tipp, der war nochmal wichtig, der Hinweis. Weil dann kaufen wir halt nur noch Mana-Tränke. Du kriegst ja keinen Heiltrank, mit dem du 400 heilen kannst, für die Hälfte des Geldes, die du ausgibst, für einen solchen Trank. Na, würde mich jetzt wundern, wenn du für 12,5 Groschen einen Trank kriegst, der 400 heilt. Ja, eben. Es gibt gar keinen, der... Na, also okay, ja, die Rune ist broken. Wir machen das so, wir machen das so. Die wird jetzt fester Bestandteil unseres Repertoires. Ganz klar. Ah, ich wünschte, man hätte ein paar mehr Hotkeys. Ach so, ja, Pepe, genau. Guck mal hier. Na? Die Wölfe sind erledigt. Du hast es geschafft? Innos sei Dank. Klar, Mann. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich es Una beibringe, dass mir die ganzen Schafe fehlen. Dieser verdammte Bulko ist an allem schuld. Ich frage erstmal noch das. Warum hast du das mit den Wölfen nicht den Söldnern gesagt? Ich dachte, die arbeiten für euch. Ja, ich weiß. Das hätte ich tun sollen. Habe ich aber nicht gemacht, verdammt nochmal. Und jetzt, wo schon so viele Schafe weg sind, habe ich Angst, es überhaupt noch jemandem zu erzählen. Mir hast du es doch gerade erzählt. Das bereue ich auch jetzt schon. Was hast du über Bulko gesagt? Er ist einer der Söldner. Es wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen, die Weide zu bewachen. Aber stattdessen hängt er mit seinem Kumpel Silvio den ganzen Tag bei Thekla in der Küche rum. Dieser Mistkerl ist schuld, wenn ich jetzt wegen der verlorenen Schafe wochenlang keinen Lohn kriege. Ich wünschte, ich könnte ihm wenigstens dafür aufs Maul hauen. Aber gegen den hat keiner eine Chance. Der Typ ist ein Killer. Verstehe, ne? Also, dass du dem aufs Maul hauen willst, kann ich verstehen. Dass das mit den Schafen alles doof ist und der hier hätte aufpassen sollen, kann ich alles verstehen, ne? Aber Teklas Eintopf, der kann schon was, ne? Wie geht's dir und deinen Schafen? Ich habe die seltsamsten Dinge gehört. Bei Sekop sollen recht düstere Gestalten aufgetaucht sein. Sie belagern sein Haus. Nee, machen sie nicht mehr. Okay.
Das war in dem Fall ein neuerer Dialog, oder? Also, versteht mich nicht falsch, auch das mit, dass diese Quest mit den Wölfen noch von früher ist, ist ja auch nur eine These. Ich habe keinen Plan. Aber ich könnte es mir irgendwie gut vorstellen. Und, alles klar bei dir? Alles im Lot. Die Wassermagier haben uns sicher aus diesem verfluchten Tal gebracht. Was hast du jetzt vor? Ich werde weiterhin für Lee kämpfen. Eines Tages werden wir schon diese Insel verlassen. Und dann? Wir werden sehen. Wenn der Krieg noch tobt, geht's gegen die Orks. Aber das wird sich zeigen. Alles klar, Patrick, dann dir noch einen schönen Abend, ne? Kort, wie sieht's bei dir aus? Langes her, ne? Patrick ist wieder da. Ja, Mann. Daran habe ich schon nicht mehr geglaubt, du. Hey, tu mir einen Gefallen. Ja? Spar dir deine Dankesrede. Ich wollte mich gar nicht bedanken. Sondern? Dir nur sagen, dass du ein verfluchter Teufelskerl bist. Bleib sauber. Klar, Mann, du auch. Warte, hattest du nicht noch was zu sagen? Ja. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich trainiere nur Söldner oder würdige Anwärter. Das, ja, okay. Na, ich hätte jetzt wirklich damit gerechnet, dass er sagt, hey, ja, Mann, du hast Patrick zurückgebracht, na, du warst da nicht ganz unbeteiligt dran. Hier, komm, ich trainiere dich jetzt. Aber nee, sieh dir nicht ein. Hey, war nicht mit Bodo noch diese Ott-Geschichte? Nee, die war mit jemand anderem, der irgendjemand das Korb geklaut hat, oder? Ja, Enos sei auch mit dir, Bodo. Ja, dann reden wir nächste Episode noch so hart mit allen. Hier, Torloff, wie sieht's bei dir aus? Ja, eben. Hast du was zu tun für mich? Hast du diese schwarzen Kapuzentypen hier vorbeischleichen sehen? Ja. Mir sind die Typen nicht ganz geheuer, sage ich dir. Als ich damals noch zur See gefahren bin, habe ich ja schon einige seltsame Dinge gesehen. Aber diese Kerle machen mir Angst. Sie sind in Richtung des Banditenlagers in den Bergen am südlichen Ende des Tales gezogen. Das Beste wird sein, du gehst einmal nach dem Rechten sehen und legst die Kerle um. Klar, na, was man halt so macht. Ich gehe da halt hin und leg die um. Okay, naja, dann würde ich sagen, wir müssen jetzt noch für Pepe mit den Jungs, die bei Tekla chillen, reden, ne? Ganz klar. Dann reden wir hier noch mit allen wegen mir. Und ich notiere mir natürlich noch, Freundchen, was hat er gesagt? Südlichen Ende des Tals bei den Bandits. Das ist da. Aha, das ist da, wo damals Dingens war, oder? Wo wir damals, ja, eben. Also, guck mal. Da geht's hin. Bei Dexter war das, oder? Banditen, da chillen die Suchenden. Das war doch klar. Suchenden töten, na, ganz wichtig, töten. Und das ist wichtig für... Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Episode. Ich öffne jetzt noch ein paar Geldbeutel, ne? Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ein paar Münzen klimpern darin. Bis dahin wünsche ich euch was. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Euer P. Ade. Du findest dich ja leicht am Leben. Rede mit den Reden. Aber gib jedem nur einen Stecken. Noch kein Einhand. Noch kein Zweihand. Noch kein Kleinkram. Ich spiele kein Minecraft. Ich zieh meine Runde mit Diego durch die alte Hood. Im alten Lager war das damals unser täglich Brot. Vergib uns heute, denn es gibt so viele Beute. Yo. Bin beliebt, treffe ständig neue Freunde. Yo. Neue Folge, yo. Wieder Gothic. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Abo, Iren, Hulu, Mulu. Warum guckst du so viel YouTube? Abo, Iren, Hulu, Mulu. Warum guckst du so viel YouTube? Ist meine Wurst, Bruder. Ist meine Wurst, Bruder. Ist meine, ist meine, ist meine, ist meine, ist meine Wurst, Bruder. Ist meine Wurst, Bruder. Ist meine Wurst, Bruder. Ist meine Wurst, ist meine Wurst, Bruder. Willst du Schläge? Hör sofort damit auf! Sofort damit auf!